Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 und herzlich willkommen auf dem Channel Vision Gaming. Ich bin der David der Electric Fusion. Sag ich das eigentlich immer? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in, vor unserer Hinrichtung. Haben wir vor unserer Hinrichtung aufgehört, was eigentlich total unfair gegenüber uns ist, weil ich ja nichts getan habe. Angeblich. Ja, ich hab grad. Habt ihr das auch gehört? Ich hab grad so ein versteckten Klingengeräusch gehört. Alter, was geht denn bei denen, Mann? Oh, da ist schon der Pischer da hinten, dieser Lee. Was macht denn der Typ da? Ah, ich glaube, ich ahne schon, was gleich passieren wird. Bewegungen, die Menschen machen, die sehen manchmal voll bekrepelt aus. Ganz ehrlich. Jawoll! Oh Mann, ey. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist allein. Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Ich weiß ja nicht. Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Holzer und sonst nichts. Jo. Achso, ich dachte, ich könnte jetzt hier spielen. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plant einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat. Seine ich hab's gewusst. Finster oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann was soll ich ihm sonst sagen? Wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuführen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Was? T! Okay, gut. Muss Hickey stoppen. Los! Du Pischer, danke schön. Finde ich gut. Guck mal, wie er wegrennt, wie so ein Feigling. Was? Achso. Ja. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum.
War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was sind Prinzipien überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche? Ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Ja. Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Ja, finde ich gut, dass er jetzt kommt. Wer ist denn das? Ach so. Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf. Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Okay, also geht's jetzt ab nach Philadelphia, oder wie? Ja, leider haben wir das jetzt... hast beide nicht geschafft? Fick dich durch. Joa. Anscheinend müssen wir jetzt nach Philadelphia. Was du alles erreicht hast. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Ist das ein Kompliment? Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit... Hey, was schubst du nur mich, du Pischer? Beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Geh rein, du Pischer. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. So, danke. Ja, jetzt bin ich doch in Philadelphia. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald... in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Ja, chillig, haben wir jetzt auch die Sequenz aft, alles klar, 8 geschafft. Jo, also ich hoffe jetzt kommt mal wieder so eine, ja, chillig, gerade das wollte ich gerade sagen. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Okay, das gefällt mir jetzt auch. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Jawohl. Chillig. Jawohl, jetzt bin ich auch noch gesucht, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Ne, jetzt werde ich auch noch gesucht, nicht jetzt bin ich gesucht. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Nein.
Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Sind Sie dumm? Was machen die da? Ich stehe nur auf Körperkontakt, ne? So. Ja, der kommt mir so ein bisschen bekannt vor, ne? So. Ein bisschen. Alter, wie viel... Ja, stimmt, wie viele Plakate sind denn hier? Das ist doch wunderbar. Ah, finde ich geil, so eine Mission. Sowas gab's auch noch nie bei Assassin's Creed. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, okay, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Ah, okay. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Ah, ich bin jetzt das Level 9000, also von daher mache ich das mal mit dem Vorbeischleichen, ne? Wenn ich das so jetzt entscheiden kann. Ja, hoffe ich mal. So, wahrscheinlich muss ich da oben lang, oder nicht? Da. Das sieht doch gut aus. Oh. Alles klar. Ja. Ach du Scheiße. Das ist keine normale Security. Jawohl. Was machen die denn hier, ey? Ja, ihr könnt doch euch auch mal gleich verpissen, ne? Nein, ihr seht mich nicht. Haha, Verpisser. Ach du Scheiße, das sind ja überall die Typen hier. Ach, ich laufe einfach durch. Hä? Was passiert denn jetzt? Ich kann... Was ist das? Okay. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt machen soll. Ach so, alles klar, okay. Jawohl. Normale Security. Bald keine ist. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Ja, ja, beruhig dich, okay. Ich hab doch alles im Griff noch. Kann ich mich nicht unter die Leute hier verstecken, oder was? Ist ja dumm. Sehen die mich denn? Sind die dumm oder was? Ach du Scheiße. Nochmal, ich habe jetzt nicht zugehört, was? Achso, wahrscheinlich muss ich doch da runter, wo ich gerade lang gerannt bin. Ja, Mann, beruhig dich, okay? Ich schreibe mich nicht an. Und jetzt? Was soll das mit den Sternen und den Pinkeln? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind Zeit und Kosten. Ich sehe hier nicht meine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du? Ja, so geht's auch, ne? Ich komme näher. Scheiße, noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Ja, nee. Ich glaube, ich muss hier lang. Der muss mich verifizieren für den Chidat. Was war denn bei dem gerade ab, Alter? Ja, wahrscheinlich hierhin, oder? Okay, dann nicht. Hey, schwing doch mal ein bisschen. Danke. Warte mal, muss ich jetzt nach unten oder nach... Oh, alles klar. Da muss ich ja wohl nach oben. Ja, finde ich gut. Kann ich den nicht einfach so ausschalten?
Leute, warum kann ich denn nicht einfach so hier ausnocken? Ich gehe ganz normal und die sagen, ich spinne. Okay, finde ich gut. Okay. War jetzt vielleicht nicht so gut. Wo muss ich denn hin? Bitte geh hier nicht rein, bitte geh hier nicht rein, bitte geh hier nicht rein. Kein Bock, die ganze Scheiße nochmal zu machen. Oh, was ist, geht denn da unten ab? Hä? What the fuck? Läuft bei denen. Ja, wahrscheinlich muss ich hier hin, also. Sieht ganz stark so aus. Wo ist denn der Scheiß? Ich dachte, ich sehe das so. Ja, ich darf nur ein bisschen zugucken, natürlich, ne? Viel Spaß. Ja, wo geht's denn jetzt hier lang? Wahrscheinlich hier hin, oder nicht? Okay, vielleicht auch nicht, ne? Okay, beruhigt dich, okay. Das sieht ganz so aus, als würde ich hier hin müssen, oder nicht? Wo ist denn das Problem? Ich komme doch dahin, locker. Ah, wahrscheinlich. Ah, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Okay, dann hier nicht. Wahrscheinlich ja. Okay, alles klar. Das sieht nicht so gut aus. Das ist doch wieder der Dulli da. Oder nicht? Muss ich jetzt den... Ach, fick dich doch! Ja klar, jetzt ist die Security auf einmal kein Problem. Okay, gut. Jawoll, was ist denn das? Wo muss ich überhaupt hin? Ich hab den voll aus den Augen verloren. Ach da, okay. Also so, der Stärkste ist der nicht, oder? Hey! Wieso leuchtet der denn so komisch orange? Hey, du Pisser! Jawohl. Hey, beruhig dich mal. Jawoll, und die hinten der... Ah, okay, gut. Gib ihm doch! Muss ich ihm gar nicht geben, oder was? Digga, was ist... Hey, nein! Beruhig dich mal, okay? Warum hören die denn nicht auf mich? Ich sag doch die ganze Zeit, beruhig dich, okay? Nein! Nein. Fick dich. Ach du Scheiße. Warte mal, kann ich vielleicht die Security so... Ach Scheiße, auf die sind doch eh schwach. Das ist ja der Fischer. Ach du Scheiße, das ist doch kacke. Gib ihm doch, er liegt auf dem Boden. Oh nee, ne? Ach du Scheiße. Ey.
Alter. Beruhig dich mal bitte. Cool. Ja, wohin denn? Wahrscheinlich ihr hin, oder? Jawohl. Wo muss ich denn hin? Ja, ihr könnt mich auch mal ein bisschen rennen lassen. Okay, alles klar. Chillig. Das war vielleicht jetzt ein bisschen knapp. Ja, fand ich eigentlich ganz cool, die Mission. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Ja, natürlich schließe ich zuerst die Energiequelle ab. Natürlich ab. Ja, aber das machen wir im nächsten Part und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ihr könnt ja mal auf unserem Kanal reinschauen, mal die anderen Videos angucken, vielleicht gefallen die euch ja und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.